Üben heißt sich interessieren, das heißt sich entwickeln. Deswegen finde ich Üben eine, vielleicht die schönste Zeit eigentlich. Also es gibt oft Tage, wo ich denke, die Beschäftigung mit der Musik und mit meinem Instrument, was dazwischen ist, ist enorm, weil ganz selten erreicht man, was man eigentlich wirklich sagen möchte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute eine neue Folge meiner Interviewreihe im Gespräch mit Musikerkollegen übers Üben, ihre Überroutine, Motivation, Übe- und Lerntipps und noch viel mehr. Und ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch mit dem Solofagottisten Marco Postigel. Er ist Solofagottist des Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München und ich freue mich so sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, ein paar Fragen zu beantworten. Marco Postigel stammt aus Bozen und dort hat er auch seine Ausbildung absolviert. In jungen Jahren ist er dann nach Venedig, weil er dort eine Lehrstelle am Konservatorium bekommen hat. Er ist allerdings nur ein paar Jahre dort geblieben, weil er einen Platz an der Karajan Akademie bei den Berliner Philharmoniker bekommen hat. Er hat seine Ausbildung dann in Deutschland noch fortgesetzt und hat wirklich eine unglaubliche Karriere als Solist, als Kammermusiker gemacht. Er hat mit den größten Dirigenten zusammengespielt, mit tollen Orchestern in der ganzen Welt schon Konzerte gegeben. Er war dann Solofagottist beim Orchestre de Paris für einige Jahre und hat dann die Stelle beim Bayerischen Rundfunk, beim Sinfonieorchester in München als Solofagottist bekommen. Außerdem ist er Professor am Mozarteum in Salzburg, unterrichtet bei Orchesterakademien, gibt Meisterkurse weltweit und er ist wirklich eine unglaublich faszinierende Musikerperson und ich freue mich so sehr auf das Gespräch mit Marco und bin gespannt auf seine Antworten. Hallo Marco und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten über dein Üben, deine Überroutine, wie du mit deinen Studenten arbeitest. Und ich freue mich sehr, dass wir uns so wiedersehen und möchte gleich starten mit der ersten Frage. Ich habe gelesen, dass du ja schon sehr, sehr früh wirklich tolle Musiker in deiner Heimatstadt in Bozen kennengelernt hast. Da war der Fagottist Sergio Azzolini, der für viele ja sehr bekannt ist und der Name sehr präsent ist, dabei, der erwähnt wurde. Und ich glaube, du hast auch sicher andere fantastische Musiker mitbekommen. Und du hast sicher dadurch einen tollen Einfluss und Input gekriegt, hast du aber gerne geübt, als du angefangen hast mit dem Fagott? Also, sagen wir so, ich bin mit Sergio richtig aufgewachsen als Kind und also wir waren auch in der Schule zusammen und diese Beziehung, also diese ganz enge Beziehung, diese ganz tiefe Freundschaft hat am Anfang dazu gebracht, dass man sehr viel zusammengespielt hat und wir hatten einen klugen Lehrer, also der mit Kindern wirklich fantastisch gearbeitet hat. Das heißt, wir hatten sehr oft Unterricht, aber ganz kurz. Oh. Also der hat uns manchmal 2 bis 3 Mal die Woche unterrichtet über 7 Jahre und immer nur ganz kurze Übungen gegeben, zum Beispiel bei uns, bei den Holzblasinstrumenten mit den Rohren, hat man erstmal fast 1 Jahr nur mit dem Rohr gearbeitet. Mhm. Das wäre so ein bisschen wie bei euch, nur Bogentechnik erstmal, also richtig gut zu führen. Und Artikulations-, also sehr viele rhythmische Übungen. Und da hat er sehr viel aufgepasst, dass man einen guten Rhythmus, dass eine gute Luft durchgeht, dass man schon lernt, mit der Zunge unterschiedliche Konsonanten zu spielen, also ein C, ein D, ein D, also so viel wie möglich sozusagen nahe zur Sprache zu sein. Und dann hat man einfach ganz systematisch mit vielen Übungen, also richtige Etüden angefangen und immer schneller. Der hat natürlich sehr viel Metronom benutzt, weil er ziemlich, wie kann man sagen, das war ihm einfach sehr wichtig, dass man als Kind wirklich schon gut fundiert rhythmisch spielen kann und die Mithilfe vom Metronom hat geholfen. Aber diese ganze eher technische Arbeit haben wir mit Sergio sehr viel kompensiert, indem wir schon sehr, sehr früh ganz viel Musik gelesen haben. Ich weiß nicht, in welcher Qualität, aber es war uns sehr wichtig, schon als Kinder
durch das ganze Repertoire von Vivaldi und also natürlich mit unseren damaligen Fähigkeiten und Monteverdi, wir haben, du musst wissen, dass unser Konservatorium in Posen ist Herrn Monteverdi geblieben, was ein Musiker ist, was ich mit den allerbesten jederzeit vergleichen würde. Und ich habe damals dort im Konservatorium sehr viel Spaß gehabt und die Kompensation vom Technischen mit dem Spielerischen hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also dieses Dialog, und dann hatten wir natürlich andere Freunde, immer schon sehr, sehr früh mit anderen Menschen Musik zu machen, das war eine sehr gute Balance, sagen wir so. Das kann ich mir vorstellen, weil das ist auch im Gespräch mit Schülern. Wir hatten am Samstag einen Online-Workshop übers Üben und da haben auch wirklich viele gesagt, die Motivation für sie ist immer das gemeinsame Spielen, also das gemeinsame Musikmachen. Das ist das, was man auch dann beim Einzelnen üben, dass einem wirklich hilft und die Freude dann auch einfach bringt. Und das ist schön, dass du das so von klein auf schon mitbekommen hast. Aber du hast dann eigentlich eher mit dem Lehrer zusammengeübt oder dann doch auch alleine zu Hause? Nein, unser Lehrer hatte sehr viele Studenten und der hatte natürlich keine Zeit. Er hat damals noch im Orchester gespielt. Also wir haben sehr viel unter uns gearbeitet. Aber ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war Kontrabassist, mein Onkel war Flötist und wir hatten immer sehr viel Musik generell in der ganzen Stadt. Ich muss sagen, das war damals eine extrem reiche Stadt an Musik und ist dann später, also in den späteren Jahren, dann auch die Hauptstadt in Europa für Jugendorchester geworden. Also das EG-Jugendorchester, damals EUIO, hat in Bozen die ganzen Sommer und oft auch in April geprobt. Und ich habe schon als Kind, als ich 15, 16 war, sehr viel diese Proben verfolgt. Und diese Tradition hat sich dann weiterentwickelt. Und später kam auch das Gustav Mahler Orchester dazu. Und viele, also das italienische Jugendorchester und das Bundesjugendorchester probt auch nach wie vor jetzt in Eppan. Also es ist ein Zentrum, wo immer sehr viel für Jugend gemacht worden ist. Und auch wenn meine Stadt sehr klavierlastig war, weil das Busoni-Wettbewerb dort stattgefunden hat, muss ich sagen, für eine so kleine Stadt war das eine sehr lebendige und interessante Atmosphäre. Und das hat uns allen sehr geholfen, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. In so einem Umfeld aufzuwachsen, gibt es ständig auch immer wieder immer neue Eindrücke und motiviert natürlich auch unglaublich. Und hilft gerade, wenn man aufwächst, das gemeinsam dann auch zu teilen. Das ist sicher schön. Du hast ja dann später relativ früh auch schon angefangen zu unterrichten. Stimmt das? Ja, ich habe viel zu früh angefangen zu unterrichten, weil damals gab es einen Nationalwettbewerb. Also man musste sich wirklich, es war eine Nationalprüfung, man musste ein Programm vorstellen, was angegeben war. Und dann theoretische Prüfungen abgeben, harmonische Prüfungen abgeben. Und ich hatte das Glück, damals Zweiter zu werden in Italien. Ich war 17 und habe dann gleich meine Klasse in Venedig bekommen. Also ich war sehr, sehr jung, als ich angefangen zu unterrichten. Und auch wenn ich denke, dass man sehr viele Fehler gemacht hat, weil mein Denken war damals ein bisschen mehr instrumental, leider, glaube ich, dass es sehr gut für mich war, weil ich viel gelernt habe. Also wie man sozusagen auf die Probleme anderer hinschaut und wie man helfen kann, das geht natürlich nicht immer, besonders wenn man wenig Erfahrung hat am Anfang, aber es macht sehr viele Türen auf und das war mir sehr, sehr wichtig, bevor ich dann leider auch wieder zu früh ins Ausland gegangen bin. Ich lebe nun schon seit fast 35 Jahre nicht mehr in meinem Land. Also ich bin leider sehr früh los. Und aber das waren alles sehr wichtige Erfahrungen, auch wenn man wahrscheinlich mit 17 noch nicht so gut unterrichten kann. Aber hat es dann dein eigenes Spiel und dein eigenes Üben auch verändert und beeinflusst? Die Erfahrung im Orchester, die Erfahrung mit dem Unterrichten? Oder wenn du jetzt vielleicht schaffst du es zurückzublicken und sagen, ja, ich habe da auch Phasen gehabt, wo ich nicht gut geübt habe oder ich wusste immer, was ich tun muss? Oder wie ist es dir damit ergangen? Also diese Sache mit dem Üben ist wirklich sehr persönlich. Ich ich habe sehr früh angefangen, mir Gedanken zu machen, wie man
wie kann ich sagen, weg vom Instrument kam. Für mich war es ziemlich früh klar, dass das Instrument nur ein Mittel ist. Und mir war er nie so wichtig. Das ist es jetzt auch noch der Fall. Also das Instrument ist mir nicht so wichtig. Mhm. Ich finde erstmal das Allerwichtigste für jeden, der mit Kunst zu tun hat, ist, sich extrem viel weiterzubilden, sich ganz eine große Meinung bilden über so viel man kann, also Literatur, Theater, Natur, sehr viel lesen, sehr viel lernen, sehr viel sehen, sehr viel hören, das habe ich wirklich in Unmengen getan und ich habe immer versucht, bevor ich geübt habe, mir eine Meinung zu bilden über das, was ich dann geübt habe. Das ist ein bisschen ein Problem mit vielen Studenten heute, die fangen direkt mit ihren Noten an, die fangen mit ihrer Sopranstimme an, ihre Melodien zu spielen, aber haben keine blasse Ahnung von was harmonisch passiert, wie die Form gerade läuft, wie viel Kontrapunkt, wie viel Inhalt harmonisch oder kontrapunktisch in dem Stück ist, so dass sie sehr oft irgendwie versuchen, das Stück zu meistern, und zwar rein instrumental, und das Allerwichtigste bleibt auf die Strecke. Und ich empfehle immer, sich zuerst eine große Meinung zu bilden von dem Stück, was man lernen will, und dann natürlich sich die Stellen aussuchen. Jeder hat Probleme irgendwo. Also bei einem kann es Staccato sein, bei dem anderen ist es das Legato, bei anderen ist es eine gewisse Bogenführung. Aber das gut zu separieren. Zuerst muss man einen Plan haben und wissen, was will ich damit erzählen, was ist meine Mitteilung und was verstehe ich von diesem Stück, was ist mir wichtig an diesem Stück. Und das passiert erstmal ohne Instrument. Hast das du ist dir ein Riesenfehler, was man immer, also meines Erachtens, was viele Studenten machen. Dass man zu früh sich einfach nur auf den Notentext und einfach auf das Technische und auch einfach zu konzentriert, anstatt die Musik erstmal in sich aufnehmen. Und dann ja, also ich finde, wenn es ein Stück ist, sagen wir so bis 1960, also solange noch Harmonie und eventuell Zwölftontechnik eine Bedeutung hat, da muss man erstmal genau wissen, wo sind die Spannungen und wo sind die Entspannungen in einem Stück. Denn dementsprechend kann ich dann ein Stück technisch aufbauen. Wenn ich das nicht weiß, dann werde ich sozusagen durchsägen. Und das ist ja ein großes Problem, finde ich, besonders bei Streicher, wo sozusagen das Instrumentalniveau sehr oft zum Schein kommt und oft dann auch irgendwie dann langweilig wird, weil wenig dahinter steckt. Und diese Mischung zwischen natürlich emotionale und emotionelle und spirituelle Kraft und auch Gedanken, das einfach erstmal ein Stück verstehen, organisieren, diese Balance ist sehr schwer zu finden, braucht natürlich Zeit, aber ich empfehle es schon als ganz kleines Kind anzufangen. Ich finde, nur Instrumental, natürlich muss man als Kind zuerst ein Instrument auch lernen, aber das soll nie separat von der Musik passieren. Mhm. Also man muss immer gleich einem Kind das Gefühl geben, befinden wir uns hier in einem Tanz oder ist es vielleicht Kontrapunkt, ist es was anderes? Mhm. Ist es weltlich oder ist es geistliche Musik? Ist es eine Partita oder eine Sonata? Also das sind zwei unterschiedliche Welten, die sozusagen die gesamte menschliche damalige Welt widerspiegelt. Also ist man jetzt in der Kirche oder ist man in der Öffentlichkeit? Tanzt man oder betet man? Manchmal ist es beides zusammen, manchmal nicht. Und wenn man sich diese Sachen nicht klar ist und vor allem, wenn man nicht früh anfängt, irgendwann ist man gefangen im Instrument und die Leute fangen dann an, leider muss ich sagen, sich zu langweilen. Und das hört man dann. Ja. Weil das reine technische Üben über 40, 50 Jahre, das macht überhaupt keinen Spaß. Es gibt ganz wenige Beispiele von Menschen, die eine extrem lange Karriere haben und am Ende wirklich noch technisch extrem fit sind. Die gibt's. Aber das sind absolute Ausnahmen. Ja. Also dass sozusagen das Geistige und das Instrumentale zusammengehen, das ist natürlich sehr, sehr schwer, aber gerade dahin muss man schießen, finde ich. Also das ist die prinzipielle Aufgabe. Und dann, wenn wir das unterordnen, was man mit einem Instrument macht, das ist natürlich
wieder eine Frage der Intelligenz. Mhm. So wie Vibrato ist eine Frage der Intelligenz. Also, wie kann ich eine schwere Stelle meistern? Das ist von Fall zu Fall extrem unterschiedlich. Es gibt Menschen, die für gewisse Sachen extrem begabt sind und gar nicht daran denken müssen. Und andere, die eben nicht so weit sind und diese Mikrobewegungen, diese ganz feine Motorik ganz lange üben müssen. Aber das ist für mich immer untergeordnet, an was ich eigentlich danach machen möchte und erklären und erzählen möchte. Deswegen ist für mich das Üben ein Riesenteil meines Lebens, weil ich permanent damit sozusagen verbunden bin. Es gibt ganz viele Tage, wo ich das Instrument nicht direkt viel übe und nicht ganz intensiv spiele, aber ich arbeite eigentlich ununterbrochen und es gibt so viele Teile aus der Kunst, die mich interessieren, aber auch nicht unbedingt aus der Kunst, also generell, wo ich mich interessiere, wofür ich mich interessiere und die mir dann helfen, meinen Puzzle zusammenzustellen. Und ich versuche auch Stücke, die ich schon ewig kenne, und damit sind auch dabei sind natürlich auch viele große Sinfonien, große Werke aus der Orchesterliteratur, viel Kammermusik. Also, dass man dann Punkte findet, die sich wieder spiegeln oder neu verknüpfen oder Konsequenz von Akkorden, wo du sagst, oh, das habe ich schon gehört, woher kommt das, warum ist das so, warum bringt es dort so viel Spannung und hier ist es genau die gleiche harmonische Spannung und die bringt zu was anderem. Also Schubert ist zum Beispiel für mich ein ganz großer Fall, wo die gleiche Harmonie zu ganz unterschiedlichen Resultaten bringen kann. Das ist ziemlich erstaunlich. Ja. Und eigentlich ist das die höchste Kunst, wenn man alleine spielt. Und ich nehme immer zum Beispiel die Bieber-Sonaten oder die Sonaten und Partiten zum Beispiel. Das ist sozusagen, wenn man alleine ist, aber eigentlich, wenn man spielt, ist man ganz viele. Und dieses alleine viele sein, viele unterschiedliche Geister sein, ist eine sensationelle Situation, die natürlich die Geiger zur Verfügung haben. Aber ich betrachte mich jetzt nicht als Fagottist oder Geiger oder irgendwas, sondern als Musiker diese Welt zu besuchen, lernen. Lernen ist was Wunderbares. Kennenlernen hat mich immer enorm fasziniert. Ja. Deswegen habe ich auch kreuz und quer viele Geiger unterrichtet, Cellisten, Hornisten. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, eine perfekte Kenntnis über das Instrument zu haben, sondern es ist mir viel wichtiger, Menschen zu helfen oder zusammen, weil Lezione auf Italienisch bedeutet ja zusammenlesen. Ja. Also unterrichten heißt nicht unbedingt, dass man genau weiß, wohin, sondern es entsteht bei intelligenteren viel mehr Spannung, bei weniger intelligenteren weniger Spannung, aber es entsteht immer eine Form von Dialog, wo man durch ein Stück spazieren kann. Und manchmal entsteht Erstaunliches, finde ich. Auch bei Ideen, wo man nie drauf gekommen wäre. Oder so Lichtstrahlen, wo du sagst, oh Gott, stimmt. Das habe ich immer falsch rum verstanden. Ja, danke dir. Das sind sehr wertvolle Impulse, die du einfach so zusammenfasst, weil ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was dann die Übezeit, also für auch gerade die Schüler in der Ausbildung, dann einfach wirklich noch viel mehr einbeziehen müssen, weil die haben eine unglaubliche Fantasie. Also ich habe auch so viele Schüler, die sofort sagen, ich habe eine Geschichte oder ich habe das jetzt sofort gehört oder das klingt wie dieser König dort. Und das muss man wirklich zulassen und auch suchen. Und ich glaube, die Übezeit ist nicht nur das technische Lernen, sondern immer nur saubere Töne, Intonation, sondern wirklich dieses Entdecken, was so gesagt, dieses Gemeinsame und dann halt auch mit dem Instrument gemeinsam entdecken, was da drin steckt, was in einem drin steckt an Musik und was im Stück dann drin steckt. Und ich glaube, dass das Üben, glaube ich, dann auch viel interessanter gestaltet und dann auch nicht monoton wird. Dann wird es auch nicht langweilig. Dann gibt es immer etwas zu tun. Und dann ist es auch spannend, dann ist es immer. Du hast jetzt etwas gesagt, zum Beispiel Intonation. Intonation
ist mettere in tono. Also das hat etwas mit Bewegung zu tun, ja? Okay. Also Intonazione, mettere in tono heißt den richtigen Ton treffen. Das heißt, was muss ich da machen? Also natürlich heutzutage gibt es Maschinen, die blind sagen, da ist grün, das stimmt und das stimmt überhaupt nicht. Also wie wir wissen, gibt es extrem viele große Künstler, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich ein Cembalo stimmen, wie kann ich ein Instrument stimmen, was während der Aufführung nicht stimmbar ist. Und die Arbeit bei uns Holzbläsern, wie du weißt, nennt uns Mozart und Haydn, wir sind ja Streicher und die Harmonie, wir sind die Harmonie. Das heißt, einer meiner Hauptgedanken immer war, wenn ich die Harmonie bin, bin ich ja gezwungen, irgendwie mich Gedanken zu machen, über wie die Harmonie funktioniert. Also ja. Welche Funktion habe ich gerade in diesem Akkord? Also bin ich jetzt ein Spannungsakkord, bin ich die selbst oder bin ich eine Dissonanz, bin ich eine Konsonanz? Und wenn ich eine Konsonanz bin, welche von den im Dreiklang drei Möglichkeiten, im Vierklang vier Möglichkeiten, welche repräsentiere ich gerade? Und wenn es mir ganz bewusst ist, dass ich jetzt die selbst bin oder dass ich jetzt auflösen muss oder dass ich spannen muss, ja. Dann entsteht ja komplett schon ein anderer Gedanke, wie arbeite ich mit meinem Ton? Also dieses mettere in tono, also den Ton irgendwo hinführen, ist ein Riesenteil der sogenannten Interpretation. Also ist ein Riesenteil. Wenn du schon weißt, wie muss ich mich mit dem Klang bewegen, damit es stimmt, dann weißt du schon sehr viel über diesen Stück. Das heißt, du wirst automatisch dahin spielen, wo eine Spannung ist und du wirst ganz spannen, wo dann die Spannung zu Ende ist. Denn das braucht man. Und das ist wie Einatmen und Ausatmen. Also ja. Wenn du ein Stück dann wie ein Seismograph siehst, also dann weißt du genau, oh, das Stück ist sehr reich, da ist sehr viel Spannung drin. Oder du siehst, oh, im Stück passiert kaum was. Also es sind ganz kleine Spannungen, da muss ich die vielleicht anders auskosten, damit das Stück überhaupt ein bisschen Dramatik bekommt. Wenn das einem alles bewusst ist, so kann man auch anders üben, weil dein Gehirn hat ganz viele unterschiedliche Parameter, die er erfüllen möchte. Ja, das hat mir auch geholfen, als ich das realisiert habe. Und es hat auch länger gebraucht. Also das habe ich auch erst gar nicht mal zu Anfang des Studiums so verstanden gehabt, sondern wirklich auch die Töne in Zusammenhang setzen und dass ein E nicht immer ein gleich ein E ist, aber im Verhältnis, je nachdem, was da drunter ist oder was danach kommt, was davor ist, dass es jedes Mal ein bisschen anders ist. Und ich merke auch, wenn man darauf sensibel wird, dann wird man auch sensibler für die Klänge und für die Farben. Und das ist auch was ganz Spannendes zu entdecken. Und man kann in jedem Bereich und, glaube ich, so eintauchen, auch in die Rhythmik. Es gibt so viele Bereiche. Und also ich versuche meinen Schülern auch immer zu sagen, okay, such dir für den Tag vielleicht eine Sache aus, in die du versuch nicht alles gleichzeitig zu machen. Man kann auch sich mit einer Sache länger beschäftigen und dass man auch nicht den Stress hat, ich muss jetzt alles machen, das geht auch nicht immer beim Üben. Und auch die Ruhe zu haben, okay, ich beschäftige mich mal nur mit zwei Tönen heute und auch das ist Üben. Die Feinmotorik, also die Feinmotorik ist ja eben dieses, eine gewisse Menge an Gigabyte jedem Finger zu geben, damit er in jeder Situation das ausstrahlen kann, was du eigentlich willst. Mhm. Und natürlich, dementsprechend, wie viel einer begabt ist oder nicht, muss man halt üben. Ich glaube, üben heißt sich interessieren, das heißt sich entwickeln. Deswegen finde ich üben eine, vielleicht die schönste Zeit eigentlich. Also es gibt oft Tage, wo ich denke, die Beschäftigung mit der Musik und mit meinem Instrument, was dazwischen ist, ist enorm, weil ganz selten erreicht man, was man eigentlich wirklich sagen möchte, weil man limitiert ist. Und dieser Kampf, wenn das beflügelt ist mit ganz viel Liebe und mit ganz viel, Begeisterung auch, also vom Geist, Begeisterung, dann kann es wunderbar ein ganzes Leben mit spazieren. Das ist ein guter Freund. Also ich betrachte das immer als positiv. Aber man soll natürlich, das ist ein Fehler auch, was viele Studenten machen, also meine auch, die denken immer,
ich habe heute viel geübt. Im Gegenteil, wir haben vielleicht 5 Stunden gespielt, aber üben ist leider nicht spielen. Also sie wiederholen oft, damit sie sich sicher fühlen, das, was sie sowieso schon können, und gehen dann nicht dahin, wo sie Kleinigkeiten noch nicht gelöst haben. Und diesen Reiz entwickelst du vielleicht später, also wenn du jetzt nicht ein Wettbewerbstier bist. Aber wichtig ist für mich, dass dieses Brennen für die Musik sich nie auslöscht. Also man kann eine gewisse Zeit mit dem Instrument müde sein und sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich keinen Bock, oder das funktioniert überhaupt nicht, man ist vielleicht sogar traurig, oder teilweise gibt es Menschen, die sogar depressiv werden. Aber eigentlich soll die Musik führen. Wenn die Musik immer weiter brennt, wenn die Lust und dieses Bedürfnis nach Musik immer weiter brennt, irgendwann packst du ein Instrument wieder in der Hand und es geht wieder los. Ja, und es gibt ja auch so viel für Musik, es gibt immer was Neues zu entdecken, und das ist ja das Spannende, das heißt, es wird auch nicht langweilig, weil es gibt immer etwas, was man noch nicht kennt, und ich glaube, das ist auch, oder das versuche ich auch eben in den Interviews den Schülern einfach Mut zu machen, und auch meinen Schülern in der Klasse, wirklich, Übezeit ist deine Zeit mit dem Instrument zum Entdecken. Entdecken, was du noch nicht kennst, oder einfach was in dir steckt, und einfach drauf los. Man kann da gar nicht so viel falsch machen, sondern einfach Überzeit ist deine Zeit auch ohne Instrument. Auch ohne Instrument, das stimmt, ja. Und ich glaube, vielleicht. Die meiste. Ja, und vielleicht ist das etwas, werde ich mich auch mal wieder jetzt, weil du das angeregt hast, selber beobachten, dass man nicht das Gefühl hat, diesen Drang sofort nur mit dem Instrument, sondern vielleicht auch nur sich mal hinzusetzen in Ruhe und das Stück einfach mal so auf sich wirken zu lassen in Stille. Das ist, glaube ich, man hat immer das Gefühl, ich übe ja jetzt nicht, ich mache ja nichts, aber vielleicht wäre das sehr viel effektiver. Also es ist interessant, also in dieser Lockdown-Zeit wir haben natürlich sehr extrem viele Barockkonzerte, nicht sehr viele klassische Konzerte und relativ wenige romantische Konzerte. Aber ich habe für meine 2, 3 Hauptkonzerte wieder 7 Kadenzen geschrieben. Mhm. Und das ist etwas, was ich jedem empfehle. Egal wie gut es ist, vielleicht ist man ganz unzufrieden am Anfang, aber man lernt extrem viel. Indem man Kadenz, eine der Bedeutungen der Kadenz auf Italienisch heißt, sich fallen lassen. Ja? Also das heißt doch irgendwie, es gibt ein Thema A, ein Thema B, manchmal sogar 3, 4 Themen, aber in Sonatenform, also die funktioniert ungefähr immer gleich. Es gibt ein erstes Thema und ein zweites Thema, das sind ein bisschen die These und die Antithese in der griechischen Tragödie. Und dann werden sie irgendwie streiten oder sich riechen, oder es gibt eine Entwicklung sozusagen. Also es passiert etwas in ihrem Leben, und danach, und das ist sozusagen die Katastrophe. Das kommt aus der griechischen Tragödie. Dann werden diese 2 Themen wieder präsentiert. Also wenn die Reprise kommt, da ist wieder Jaloisia und der Marco stellen sich wieder vor sozusagen. Aber sie sind ernst geworden, weil sie haben etwas erlebt. Also da ist etwas passiert. Manchmal kann es in einer Zeitspanne von einem Tag sein oder eine Stunde. Manchmal sind es 200 Jahre, das wissen wir nicht. Das müssen wir dann mit unserer Fantasie einfühlen. Und dann am Ende kommt sozusagen die Coda, was in der griechischen Tragödie ein bisschen der Moral von dieser ganzen Geschichte entspricht. Und wenn man lernt, mit diesen Elementen gut zu kombinieren oder Schattenteile von diesen Elementen auch auszukosten, da kann man extrem gute Kadenzen schreiben. Das lernt man, das ist ein Prozess. Aber dieses Improvisieren, was so wichtig war für die Musiker bis vor knappe 70 Jahren, das war ein Riesenteil der Erziehung der Musiker. Danach haben wir das einfach vergessen, weil wir extrem instrumental bedürftig geworden sind und ganz, ganz viel, also die 70er, 80er Jahre waren ganz schlimm. Sie haben eine Ästhetik verbreitet, die ganz fürchterlich war, muss ich sagen. Also immer mehr Ego. Der Dirigent hat sozusagen über den Komponisten entschlossen, und das war eine schreckliche Zeit für mich. Aber jedenfalls finde ich, man kann sehr viel ohne Instrument machen und man kann wahnsinnig wachsen, ohne jetzt das Ding jeden Tag in der Hand zu haben. Ja. Ich verstehe natürlich, jedes Instrument hat enorme Schwierigkeiten zu bewältigen, aber
wir sind nicht nur Sportler. Man vergleicht oft die Musik oder die sozusagen die Profis mit Profisportlern. Das ist nur ein Teil für mich. Das ist nicht wahr, dass wir mit Sportlern zu tun haben. Der Anteil an Geist, Gedanken und Wiedergabe auch für die anderen ist enorm, was ein Sportler nicht hat. Ein Sportler spielt oder macht oder läuft erstmal für sich selbst. Mhm. Er läuft nicht für dich. Ein Musiker muss immer offerieren. Also das Weitergeben, das Weitererzählen ist ein Riesenteil. Und desto mehr wir wissen, desto mehr wir uns erkundigen, desto neugierig wir sind. Neugierig. Das ist die Neugierde ist ein Riesenteil für mich eines Musikers. Auch unter Menschen natürlich. Natürlich, weil das Miteinander, das Musikmachen miteinander ist ja dann auch das, was einen verbindet. Und da ist ja das gemeinsame Teilen und die Neugier, den anderen auch so kennenzulernen, ja wunderschön. Und, ja, absolut. Hast du trotzdem, ich frage jetzt trotzdem technisch, hast du trotzdem eine Routine, so eine Art von Überroutine, die du sagst, okay, das mache ich immer, das ist so mein Warm-up, oder startest du jeden Tag dann anders? Ja, ich starte jeden Tag anders. Okay. Ich glaube, Routine ist ganz was Schlimmes. Ich glaube nicht daran. Schau, ein Riesenteil unserer Arbeit als Fagottist oder Oboist ist Rohre bauen, also das hier, ja. Ja. Das beansprucht enorm viel Zeit. Ich glaube, die Geiger und die Cellisten, die es nicht wissen, haben keine blasse Ahnung, wie viel Zeit es bedeutet für uns. Wie lange brauchst du für so ein Rohr zu bauen? Ich weiß es auch nicht, muss ich gestehen. Also prinzipiell, das ist, erstmal musst du Holz finden, ja. Okay. Und Bambusholz ist etwas, was du heutzutage schwierig findest. Also es gibt viel Kommerz, du kannst es kaufen, aber natürlich dort, wo die Plantagen sind, werden die Pflanzen gedüngt. Die Pflanzen wachsen viel zu schnell. Das heißt, die Kraft, was eine Pflanze hat, ist nicht mehr die vor 100 Jahren sozusagen. Und man muss dann irgendwann aufgeben, weil das Holz funktioniert. Man muss selbst schneiden gehen. Selbst oben, innen und außen. Und schon alleine dieser Prozess, das sind ganze Tage. Also da arbeitest du eine Woche, bevor du ein Stück Holz hast, ja? Ja. Ein Stück Holz. Ja. Und das ist sozusagen drunter gehobelt und drüber gehobelt. Also hier ist dieses Stück weg. Ja. Dafür gibt es Maschinen. Man kann es auch mit Hand machen, aber das ist der Wahnsinn. Also es gibt Maschinen, die sozusagen hobeln. Mhm. Und dann hast du ganz viele Stücke Holz. Und du musst dann sozusagen lernen, wie du die Hölzer aussuchst, die jetzt für deine Kraft entsprechen. Und deine Kraft ist ja, die ändert sich ja natürlich sehr. Wenn du dann diese Arbeit, also bis du sozusagen von einer Pflanze bis zu so einem Stück kommst, das sind, sagen wir, 2 Stunden Arbeit. Okay. Für ein Stück, ja. Und dann musst du sie aufbauen, die werden gebogen, die werden geschnitten und die werden sozusagen, die werden in der Mitte gebogen, da kommst du zu sowas. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Formen, also wie breit du schneidest, da gibt es eine ganze Philosophie dahinter. Natürlich, desto stärker ein Holz ist, desto mehr Kraft er hat, desto mehr Platz braucht er, um zu schwingen, desto weniger Kraft er hat, desto kleiner, weil er hat keine Kraft, die musst du ihm geben. Und dann werden sie sozusagen zu diesem Ding da. Mhm. Und dann fängst du an der Spitze zu arbeiten, also Konsonanten und Vokalen zu geben, also Zunge und Luft. Und dann hast du, sagen wir, im Schnitt pro Rohr 3-4 Stunden gearbeitet, aber dann hast du 1 produziert. Und der Schnitt heutzutage ist 2 Rohre für 10, wenn du Glück hast. Das heißt, du arbeitest ungefähr 20 Stunden und du hast vielleicht 1 oder 2, die 3-4 Tage, 4-5 Tage, 6 Tage dauern, dementsprechend die gute ist. Wahnsinn. Und das ist sozusagen, wenn du jeden Tag deinen Bogen wieder bauen würdest. Ja klar, oder jeden Tag, selbst Bogen behaaren, glaube ich, ist viel. Also ich lebe mit einer Geigerin, meine Frau ist Geigerin und wenn sie sagt, ich übe 2 Stunden, dann übt sie 2 Stunden. Wenn ich sage, ich übe 2 Stunden, dann sind das erstmal 3 Stunden Rohre bauen und dann 2 Stunden üben. Das heißt, bei uns ist die
die Zeit, die du mit dem Material verbringst, teilweise wirklich enorm. Aber der Bezug zum Instrument ist, glaube ich, dann auch ein ganz anderer, viel intimer, weil ihr seid ja gezwungen, als Holzbläser ja euch viel mehr mit dem Instrument einfach zu beschäftigen. Und das ist ja auch sicher eine Zeit, in der vieles an dem Kopf passiert. Also ich kann mir vorstellen, das ist auch eine fast schon meditative irgendwie Tätigkeit. Und schön, sich einfach so... Naja, meditativ, also... Nein, aber einfach eine Zeit mit dem Instrument, was andere... Jetzt überleg dir mal, du hast nächste Woche ein Probespiel, du hast kein Rohr. Du arbeitest jetzt eine Woche an deine Rohre, damit du eins hast, wo du dich sozusagen präsentieren kannst. Und du findest ein ganz mittelmäßiges, hast aber 2 Monate geübt. Mhm. Jetzt kommst du dahin und du spielst mit einem Bogen ohne Haare. Ja klar, dann... Die ganze Technik ist... ja. Genau, also dieses auf schlechtem Material lernen zu spielen, ist eine große Kunst und man muss sehr geduldig sein. Ich muss sagen, das ist die mühsamste Zeit überhaupt, weil dann fliegst du nach Japan mit dem Orchester, anderes Klima, die Rohre werden so dick, dann kannst du alles wieder wegschmeißen und dann fliegst du zurück und so weiter, ja? Oder... du schneidest ein Rohr ein Tick zu tief oder ein Tick zu kurz oder ein Tick zu lang und dann kannst du nicht mal 43 spielen oder 42. Du kannst nicht einfach wah wah machen, sondern du kannst einfach zu hoch spielen oder zu tief spielen. Und diese Arbeit, bis das wirklich, bis du selbstständig bist und bis der Lehrer nicht mehr mithelfen muss oder sogar schenken, das ist eine mühsame Zeit, weil das bereitet auch sehr viel Angst vor für viele Spieler, weil sie enorm viel geübt haben und dann im richtigen Moment nichts hatten. Okay. Und wenn man dann ein Probespiel hat vor ein ganzes Orchester, dann sagen die Geiger, Mann, oh, spielt der so hoch? Oder der andere sagt, oh, der spielt heute aber so unstabil. Mhm. Und sie wissen nicht, wie viel er geschwitzt hat, um überhaupt auf diesen niedrigen Resultat zu kommen. Das ist ein Riesenteil von unserer Arbeit. Und also ich muss sagen, dass es, wenn einer gut vorbereitet hat, mit gutem Rohr und mit schlechtem Rohr, da bist du wirklich, du kriegst eine Hilfe von 70-80%. Mhm. Also es ist enorm, wie viel besser man mit einem guten Material spielen kann oder mit einem schlechten. Es ist enorm. Mhm. Und desto weniger du Erfahrung hast, desto schlimmer wird es. Du musst wirklich schauen, dass die Studenten zumindest ein Minimalmaterial haben, wo sie sich ein bisschen ausdrücken können. Ja. Und dann muss man dieses ganze Handwerkliche wirklich gut beherrschen. Das kostet sehr viel Zeit. Da kann man natürlich sehr viel denken, ja klar. Aber manchmal ist es sehr nervig, glaub mir. Okay. Ja. Aber danke, dass du mir das so ausführlich erklärt hast. Ich muss sagen, das war jetzt für mich unglaublich spannend, das auch zu lernen, weil wir ja auch vom Üben und Lernen sprechen. Also ein bisschen wusste ich was von Kollegen, aber nicht so, dass es so viel ausmacht, war mir jetzt auch nicht bewusst. Und ja, danke dir dafür, das war sehr interessant. Ja, ich glaube, dass Streicher, Pianisten und viele anderen noch viel weniger kein Recht haben, sich zu beschweren und mehr Geduld haben müssen, weil das ist im Vergleich wirklich, also ich meine, wir müssen selbst Saiten wechseln, geht ja viel schneller und Bogenhaare geht man zum Geigenbauer und das ist in nichts gemacht und dann kann man wieder spielen, also... Also ich muss sagen, ich beneide natürlich Pianisten maßlos, teilweise, wenn sie kommen und auf die Tasten drücken, kommt was raus. Ja. Das ist schon sensationell. Ich verstehe auch, dass sie eine ganz schwere Literatur haben, dass es jedes Instrument zu beherrschen ist sauschwer. Ja. Aber die Idee, einen Akkord zu spielen und der sowieso nie stimmt auf dem Klavier, egal, aber einfach nicht die Intonation aus den Gedanken rauszunehmen, schon beim Spiel, ist für mich ein Riesenhindernis. Das ist etwas, was ich von den Pianisten nie verstehe. Also wie die spielen, und das stimmt überhaupt nicht, aber die sind einfach so gewöhnt, die lassen das einfach weg. Die fangen woanders an mit der Musik. Bei uns ist die Intonation ein Riesenteil der Arbeit. So wie erstmal einen Ton erzeugen. Mhm. Das ist viel Arbeit. Ja, bei der Geige auch. Also am Anfang, als ein Anfänger, muss man auch wirklich Ausdauer und Geduld haben, sich mal wirklich nur mit leeren Saiten zu beschäftigen. Man will dann gleich schon die ersten Lieder spielen und dann aber wirklich
den Körper erlernen zu beherrschen und einen Klang zu produzieren. Und also ich merke, dass eine der größten Schwierigkeiten für Schüler ist eben die Konzentration und die Geduld. Siehst du das auch so? Da sind es noch andere Schwierigkeiten, die du bei deinen Studenten siehst, die sie mit dem Instrument oder beim Üben haben? Also ich beschäftige mich sehr wenig mit Kindern, muss ich sagen. Also meine Studenten sind schon viel älter und ich bewundere diejenigen, die mit Kindern die Arbeit machen. Das ist einen gute Lehrer zu finden, wenn man klein ist, das ist Gold wert. Also das ist wirklich 3/4 der Miete. Wenn du als Kind dein Talent schon durch einen sehr guten Lehrer weiterbilden kannst, das ist fantastisch, weil du kannst eigentlich fast nichts falsch machen. Ich bekomme also in der Uni Studenten, die schon viel weiter sind und die meistens schon im Drang sind, eine Arbeit zu finden. Mhm. Und der Druck ist gerade in diesen Tagen leider sehr gewachsen. Es gibt leider immer weniger Stellen und enorm viel Angebot. Also ich weiß jetzt, zum Beispiel von einer Frau für die zweite Geigen bewerben sich 450 Menschen. Das ist auch jetzt für Fagott, das sind Hunderte. Also für eine Stelle. Sind Hunderte für eine Stelle. Es ist sehr viel Druck da. Mhm. Deswegen wird natürlich die Rolle des Materials enorm. Ja, weil an diesem Tag kannst du nicht irgendwie sagen, okay, ich rette mich, sondern du musst einfach vorbereitet sein, also mit dem Material, nicht nur technisch. Mhm. Und ich glaube, dass was immer hilft, man muss immer die Seele von den Studenten immer füttern. Also immer unterstützen und ein bisschen provozieren, Karotte und draufschlagen, Karotte und ein bisschen Bang Bang. Das bringt was. Aber auch immer sagen, dass es ein Privileg ist, Musiker zu sein. Überhaupt ein Leben mit dieser sensationellen Kunst zu verbringen, ist ein Riesenprivileg. Also ja, schon die Ausbildung, auch für Schüler, also auch für Junge. Es ist nicht selbstverständlich, dass man, dass die Eltern Musikunterricht zahlen können und dass ein Instrument gekauft wird. Also es ist nicht selbstverständlich, selbst nicht mal in Deutschland, in dem es uns wirklich gut geht. Und Deutschland ist berühmt für Musik, aber sie ist für die Früherziehung eine Katastrophe. Also in Italien und in Frankreich und so kommst du sehr schnell in einen Konservatorium mit 10, mit 9 rein, du kriegst ein Instrument und du kannst bis 17, 18 bist umsonst Unterricht bekommen, hier nicht. Also ja, das ist schon sehr anders. Hier ist es sehr gut, wenn du eine Hochschule bist, wenn du schon entschlossen hast, dass du Musiker werden willst, dann ist es natürlich sensationell. Aber für kleine Kinder ist es wirklich sehr, sehr teuer und unangenehm. Also es gibt, du kannst dein Instrument dann bezahlen, ausleihen, aber du kriegst es nicht unbedingt von der Schule. Also Oboen, Klarinetten, Flöten, Fagotte, Posaunen. Das ist in anderen Ländern etwas besser. Ja, selbst in der Schule ist es dann halt wirklich als Mietinstrument. Und deshalb ist es umso wichtiger einfach, weil wir auch davor vom Ganzen gesprochen haben, nicht nur vom Instrument lernen. Aber trotz ein Instrument hilft auch einfach der Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass mit dem Druck zurechtkommen und mit der Ungeduld und mit der Konzentration, gerade da kann die Musik unglaublich helfen und tut gut, weil man beschäftigt sich mal was anderes, man lernt für sich, man wächst als Person unglaublich und das ist wertvoll, da zu investieren. Fantastisch. Das ist eine, ich würde generell Musik jedem empfehlen, also auch Laien, das ist eine sensationelle Hilfe im Leben. Wirklich. Also ich bin absolut begeistert und verliebt. Mit zu Recht, ich auch. Würde ich immer wieder starten, egal wie anstrengend es manchmal sein kann, aber es ist trotzdem die schönen Momente überwiegen. Und das ist es, was zählt. Absolut. Und natürlich. Diese Musik machen ist. Erstmal finde ich, gerade in der Musikwelt kann man zum Beispiel bei gewissen Kammermusikkonzerten oder so, kann man sich unsterblich in Menschen verlieben. Also es kann so intim werden, dass man sagt sich Sachen, die man mit Worten nie aussprechen würde. Also es wird eine ganz
tiefe seelische Beziehung mit vielen Musikern. Und das ist etwas, was man kaum in der Gesellschaft sonst finden kann. Also man muss sich nicht unbedingt kennen, aber man spricht eine Sprache, die auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. So wie Schumann gesagt hat, Töne sind höhere Worte. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich wahr. Also ich habe sehr viele gute Freunde in der Musikwelt, die ich nicht unbedingt oft sehe, aber dank der Musik und dank des Studiums sind es Menschen, die mir immer, immer nahe sind und sehr wichtig, auch sehr bedeutend, auch wenn sie natürlich überall, so wie die Musiker sind, die sind halt überall. Und diese Erfahrung mit der Musik, dieses Gleichgewicht durch Seele und Machen, also Seele und Außenwelt, ist ein fantastisches Medium. Also ich kenne keine bessere, bis auf natürlich generell die Kunst, aber ja. Musik ist für mich eine ganz besondere Kunst. Das stimmt. Ganz besondere Kunst. Ja. Und man muss natürlich, wenn man Student ist, das Theoretische wirklich lernen, so wie Schumann gesagt hat, man muss es lernen, aber das ist auch eine Sache, die man dann wirklich schnell vergessen muss. Ja. Man muss es lernen, einfach auch anzuwenden. Zu viel Theorie ist nicht gut, zu viel freies Spielen ist nicht gut. Diese permanente Balance zwischen jedem Element, also von innen und von außen, von der Form und von der Aussage, von der Harmonie, von der Spannung und von der Entspannung. Also es gibt so viele Elemente, die sich dauernd bewegen, dass wir nur staunen können, interessiert sein können und begeistert sein können. Manchmal geht man unter, manchmal ist man ganz oben. Aber es ist eine wunderbare Allegorie des Lebens auch. Ja, und so eben wird es auch einfach, man entdeckt immer wieder Neues. Und das ist ja jedes Mal, wenn man dann die Noten aufschlägt, ist dann was Neues. Und jeder Tag, man fühlt sich auch immer anders und auch ein Stück, das man schon oft gespielt hat, klingt jedes Mal wieder anders. Weil an dem Tag einfach man irgendwas anderes erlebt hat oder andere Gefühle hineinbringt. Und das ist auf alle Fälle, was man nicht in Worte fassen kann. Das ist auch gesagt, dass es schön gesagt ist. Und es kann auch passieren, dass man Stücke, die man sehr unterschätzt hat, plötzlich enorm wichtig werden. Also mit der Zeit nehmen die Stücke wirklich andere Färbungen, andere Dimensionen. Ich glaube, ein Kunstwerk bleibt nie stehen. Also es gibt wirklich jedem anderen unterschiedliche Winkel und unterschiedliche Gefühle dem gleichen Menschen über die Jahre. Ja. Hörst du selber sehr viel Musik, auch also zu Hause oder sonst? Oder? Also mittlerweile bin ich wirklich sehr delikat geworden. Ich höre, was ich brauche, und ich weiß auch, wo ich das suche mittlerweile. Mhm. Aber ich lese sehr gerne. Also ich lese sehr gerne Partituren. Ich versuche die Musik erstmal, das ist auch eine Empfehlung den Studenten immer, nicht die Stücke auf Spotify zu hören. Okay. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde, zuerst soll man sich wirklich freiwillig eine eigene Meinung bilden von einem Stück. Und dann später kann man es gerne mit anderen Ideen vergleichen. Aber Musiker funktionieren sehr per Imitation. Also das ist auch eine fast die erste Unterrichtsstunde, also dem Lehrer nachzumachen. Ja? Also imitieren ist typisch. Und wir entwickeln sehr schnell ein Gefühl für, das ist so, das muss irgendwie so sein. Und dieses sich anhören von anderen Sachen bringt natürlich gleich eine Meinung mit. Ja, natürlich. Es ist gleich weg von der Subjektivität und gleich objektiv. Mhm. Manchmal ist es sehr gut gespielt, manchmal nicht. Aber ich finde eine große Aufgabe, eine schwere Aufgabe, erstmal eine gewisse Objektivität zu finden zum Stück, zur Partitur. Erstmal vielleicht nicht mal unbedingt wissen müssen, wer das geschrieben hat, sondern einen Text lesen, diese schwarze Punkte lesen und sich eine Meinung zu bilden. Also was erzählt diese Geschichte? Mhm. Dann natürlich alles, was dazugehört. Wer hat das geschrieben, wann, in welchem historischen Hintergrund. Das ist wunderbar. Kann man alles machen oder auch nicht machen. Wichtig ist, dass wir erstmal lesen
bevor wir uns eine Meinung bilden. Und nachdem man das oft gesehen hat, manchmal bleibt es wochenlang liegen, manchmal sind es nur Bruchteile von einem Stück. Aber es ist sehr wichtig, langsam sich eine Meinung zu bilden. Mhm. Und dann spielen. Und dann erstmal anhören. Ich finde diese Technik gleich, ich höre mir den besten Geiger an, wie er das macht, und dann versuche ich, dich damit zu machen, hat Vorteile, es ist schnell, es ist Konsum, aber ich weiß nicht, wie viele Gedanken sich die Leute oft machen darüber und wie viel die eigene Seele dann übrig bleibt. Ich weiß nicht. Also das schluckt schon sehr viel, dieses Anhören. Ja, weil ich frage, weil es ist, weil viele ja auch gut übers Gehör lernen natürlich. Und das ist natürlich sehr einfach, sagt man, ich höre es mir an, ich spiele es nach, aber ist dann auch gefährlich, weil man eben, wie du gesagt hast, es ist sehr schnell einfach dann nur Imitation und sehr wenig das eigene Empfinden dann da rein. Und das auch als, ja, vielleicht erstmal, wenn man das Stück besser kennt und dann vielleicht eine andere, so, ah, das ist interessant, als Idee oder als Inspiration dann lieber ansehen, ja, als Vorlage. Ich war, kurz bevor er gestorben ist, gab es ein Projekt, wir haben Beethoven Septett bei Nikolaus Hanoko zu Hause gemacht. Mhm. Also wir haben das für die Grazer Musiktage vorbereitet und er wollte unbedingt das Stück noch einmal sozusagen mitarbeiten, und dann waren wir bei ihm drei, vier ganze Tage, und es war sehr interessant, dass er sich sozusagen jeden gefragt hat, habt ihr die anderen Stimmen mal gelesen, gespielt? Also habt ihr euch Gedanken gemacht? Das war für mich eine große Bestätigung, dieses, wie würdest du jetzt die Hohnstimme spielen? Weißt du, was die zweite Geige spielt? Also da gibt es keine zweite Geige. Weißt du, was die Bratsche da spielt? Und wie ist die Basslinie? Wie bewegt sie sich? Ja. Ist sie sehr reich? Ist sie sehr flach? Ist sie harmonisch reich? Moduliert sie viel? Bleibt sie stehen? Ist viel Rhythmus? Also ist viel rhythmische Impulse drin oder nicht? Das ist für mich so ein typischer Fall von großer Beispiel. Also für mich ist Nikolaus Hanoncourt ein Riesenbeispiel, wie man einfach lernt, erstmal zu denken, wie man sich Gedanken macht, wie man auch Fehler macht. Sehr ja. wichtig. Fehler zu machen ist so wichtig. Danke, ganz dass du wichtig. Sagst. ja. Fehler machen ist ganz wichtig, weil man lernt wahnsinnig viel. Also wenn sie bewusst sind, man lernt sehr viel. Man lernt sehr viel. Aber die Meinung über ein Kunstwerk, egal wie klein sie ist, natürlich, wir sind nicht Historiker, wir sind auch keine Schöpfer. Wir reproduzieren etwas. Ja. Aber irgendwie ich und das Stück, ich und ein Kunstwerk, ich und eine Kirche, ich und Piazza dei Miracoli. Was bewegt mich da? Welche Antennen gehen da auf? Am Anfang ist es sehr wenig, es ist unsicher und so, aber man muss nie loslassen. Ja. Dieses Lernen, im Stück zu sein, kennenlernen von innen, nach oben schauen, nach unten schauen, in der Mitte schauen, so wichtig. Ja. Für mich, also ganz persönlich, ja. aber... Bin ich ganz bei dir. Also ich habe auch durch Professor Osim, er hat immer eigentlich von mir verlangt, bevor ich dann verstanden habe, warum eigentlich, auch Sonaten aus der Klavierstimme zu üben. Also ich musste immer zweimal die Fingersätze aufschreiben, einmal in die Klavierpartitur und dann in meine eigene Stimme. Und die erste Stunde habe ich ihm immer aus der Klavierstimme vorgespielt. Dann muss man ganz oft blättern natürlich, aber also es ist einfach, man fängt ganz anders an, ein Werk zu verstehen, wenn man das Gesamte und nicht nur, weil bei der Geige ist es sehr schnell oft, man schaut sich nur die Melodiestimme an, man weiß gar nicht, was da drunter passiert. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil das ist eigentlich das, was Kammermusik ausmacht, das Zusammenspielen, egal in welcher Besetzung, dass man zuhören kann, aber man muss auch wissen, was die anderen machen. Und das, ich merke es immer, umso besser ich die anderen Stimmen kenne, umso besser kann ich darauf reagieren und umso besser spiele ich meine Stimme auch und kann mich einfügen. Und das ist selbst in einem Solokonzert ganz wichtig, dass man auch weiß, was passiert. Also nicht nur ich spiele meine Töne, sondern offen zu sein. Und ja, Solostücke bringen halt leider immer ein bisschen viel Ego mit. Ich finde, es gibt andere Musik, die, wo man viel mehr wächst. Also der Traum meines Lebens war immer, die gesamten
Bach-Kantaten zu spielen. Ich bin ein leidenschaftlicher Kontinuist. Also das ist wirklich, wenn es überhaupt eine Stelle gäbe als Hofkontinuist, würde ich sie so gerne haben, weil ich mich da unten wahnsinnig gut fühle. Das ist für mich überhaupt keine Minderung. Ich finde, Bach-Kantaten miterleben zu dürfen und von unten sehr viel bestimmen zu können, also wie man eine Basslinie führt, das ist einer meiner größten Freuden. Mein Instrument erlaubt es, wie wenige Instrumente, sozusagen in der Sopran-Tenorlage, also Tenorlage für uns, also Melodien zu spielen, aber wir sind auf der anderen Seite auch ein Bassinstrument. Also in den Jahren hat sich das natürlich immer mehr entwickelt nach oben und diese Idee, dass man ständig jonglieren kann zwischen einer Mittelstimme, einer Bratschestimme, einer Tenorstimme und Bass, das eröffnet sehr viele Türen und das ist, was ich sehr oft vermisse bei Melodieinstrumenten, die sich ganz selten mit was passiert unter meine Flöte, meine Oboe, meine das ist ein Riesenvorteil von meinem Instrument und ich versuche meine Studenten immer fast zu zwingen, Kontinuisten zu werden. Ich sage, bietet euch an in Geigenklassen, in Oboenklassen, bietet euch an, sagt, ihr wollt gerne kontinuieren. Ihr müsst da lernen, ihr lernt zu beziffern, ihr lernt ein Bass beziffern, ihr lernt, wie man jemanden besser spielen lassen kann. Ein guter Kontinuist kann einen mittelmäßigen Geiger als sehr gut erscheinen lassen und andersrum, einen sehr guten Geiger mit einem schlechten Kontinuisten, den möchte ich auch nicht hören. Also das ist eine, und die Basslinie wird dann bei Haydn und bei Mozart nicht unwichtiger. Natürlich benutzt man andere Mittel, anders, ja. Aber es bleibt einfach sensationell. Bei Bach und dann später bei Mozart und so, auch die Bratschenstimme ist sensationell. Also wenn du Bratscher bist, kannst du bei Bach wirklich Wunderbares erleben. Das ist so eine geniale Lage bei Schubert auch. Also so Bratschen haben immer eine ganz wichtige Rolle. Und wenn man lernt, mit diesen Mitteln zu arbeiten, dann wird man erstmal, man langweilt sich nie und man wird einfach reicher. Aber das habe ich jetzt oft genug gesagt. Entschuldigung. Marco, das ist so unglaublich spannend, mit dir zu reden. Aber ich möchte auch deine Zeit respektieren. Und ich höre dir sehr, sehr, sehr gerne zu. Und also für mich ist es unglaublich bereichernd, unser Gespräch gerade. Ich möchte zum Ende hinkommen und zum Abschluss eine Frage stellen, die viele Schüler und Studenten auch beschäftigt. Und das ist eine Frage, die ich allen Interviewpartnern gestellt habe. Und ich bin auch gespannt, was deine Erfahrungen sind. Ich werde oft gefragt oder von Schülern, diese Frage zu stellen. Die Erfahrungen mit Lampenfiebern, was man macht. Das beschäftigt viele, dass sie einfach dann sich vorbereiten und dann aber im Moment einfach mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Und wollte ich fragen, hast du Erfahrungen damit, hast du Probleme damit gehabt oder war das etwas, mit dem du immer gut zurechtgekommen bist? Oh, es tut mir sehr leid. Nein. Ich kenne das wirklich überhaupt nicht. Das habe ich nie gehabt. Ich gehe immer davon aus, dass wenn ich auf der Bühne oder wenn ich etwas erzähle, ich bin so begeistert und ich bin so drinnen in meiner Idee, also die ändert sich dann, aber in dem Moment, wo ich bin, muss ich halt irgendwas überzeugend rüberbringen, dass ich also das hatte ich eigentlich, ich habe Kollegen gesehen, die das manchmal ein bisschen haben und ich weiß, dass andere Menschen machen sich sehr viele Gedanken darüber, aber ich bin wirklich ganz, ganz schlecht. Ich kann da wirklich nicht helfen. Ich kann nur empfehlen, das Stück so zu lieben und so sehr begeistert zu sein, dass es, dass man nur mit Freude rausgeht. Wenn die Freude unser Hauptbegleiter ist, dann ist die Angst einfach für mich weg, ja. Weil dieser Hauptgedanke, Hauptgefühl mich einfach führt. Ich möchte einfach viel offerieren und so viel wie möglich an diesem Tag meine Geschichte erzählen. Und mit dieser Freude gehe ich meistens raus. Und es gibt kleine Momente, wo du merkst, dass der Druck
sich erhöht. In dem Sinne, dass, ich mache ein Beispiel. Also ein typischer Beispiel ist 9. Maler. Das sind Stücke, die man nicht oft spielen will, weil sie ganz, ganz weit in die Tiefe gehen. Und die Erfahrung mit diesem Stück ist, dass es viele Tage braucht, um rauszugehen. Und wenn man sozusagen in einem kleinen Teil vom letzten Satz einen Tag ganz alleine spielen muss, ganz delikat, ganz leise, wie der Tod, dann trägst du sozusagen die Verantwortung von allen 80, 90 Leuten, die mit dir sind. Für 3-4 Sekunden hast du sie ganz auf deinem Rücken und dann musst du sie weitergeben. Da merkst du, dass die geistige Verantwortung sehr, sehr groß ist. Und dann fühlt man einfach, dass du jetzt ganz konzentriert sein musst und das Allerbeste geben musst, damit dieser Faden weitergeht, damit diese Spannung oder diese Erzählung weitergeht. In solchen Fällen kenne ich natürlich eine etwas emotionalere Verantwortung. Und ich kann mir vorstellen, dass es für manche Menschen auch sehr schwierig ist. Also das glaube ich. Aber als alleinstehender, sozusagen präsentierender Künstler auf der Bühne ein Konzert zu spielen oder eine Sonate zu spielen, finde ich, muss immer mit ganz viel Freude und Begeisterung begleitet werden. Dann wird die Angst ganz klein. Dann hat sie keinen Platz mehr. Und ich finde es ein wunderbarer Ratschlag und ich bin froh, dass du also so geantwortet hast, weil, okay, es gibt da die Übung und man kann Atemtechnik machen und alles, aber eigentlich, anstatt sich auf das zu fokussieren, was man, wenn man nur das Lampenfieber sieht, dann sieht man nur das und viel lieber den Fokus auf die Musik, auf die Freude lenken und dann ist es eh weg. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das Stück, also das Mozart-Konzert oder die Bach-Sonate oder die Schubert-Sonate, die man gerade spielt, das ist ein viel zu großes Geschenk, dass man sich jetzt erstmal mit der Kritik auseinandersetzt, die drüben auf der anderen Seite steht. Du musst erstmal denken, ich habe ein großes Geschenk und ich versuche es weiterzugeben. Mhm. Und das ist für mich, vielleicht gibt es die Angst, ich sage nicht, dass sie nicht da ist, aber sie ist da, aber sie ist in einem winzigen Winkel gedrängt, weil ich ganz mit was anderem beschäftigt bin. Ja, und dann hat die gar keinen Platz und dann, sehr schön. Nein. Ja, du hast unglaublich viele, tolle, eigentlich Übetipps, es waren nur Übetipps gegeben und sehr viele tolle Impulse einfach. Und ich glaube, das Wichtigste ist das, was du jetzt auch am Schluss gesagt hast, einfach die Freude an der Musik. Und das ist einfach dieses Entdecken wollen, dieses Neugierigsein und jeden Tag wieder einfach sagen, das ist eben, wie jetzt am Schluss, das ist ein Geschenk. Und das ist, ich glaube, wenn wir also, das jeden Tag... Wenn ich was Kleines sagen kann, das ist, glaube ich, wenn man das allererste Mal richtig verliebt ist, so mit diesem Gefühl soll man immer an die Musik rangehen. Ja. Immer. Jeden Tag des Lebens. Eine unglaubliche Freude und ein unglaubliches Geschenk, das jeden Tag mit dir ist, bis am Ende. Also du bist immer mit den besten Freunden überhaupt begleitet und einfach schon wissen, dass sie da sind, dass Bach neben mir ist und Mozart und Brahms, Beethoven oder wie sie alle heißen, viele sensationale Menschen, die uns riesige Geschenke hinterlassen haben, schon in einem Zimmer voller Geschenke zu leben, ist Grund zur Begeisterung. Ja. Also ich finde, die Begeisterung ist etwas, was auch jeden Menschen anspricht, egal auf welchem Niveau man spielt. Wenn du siehst auf der Bühne, der ist so begeistert, der will uns so was Schönes erzählen. Vielleicht stottert er, vielleicht spricht er nicht ganz klar, vielleicht ist es gerade mit einem zu hohen oder schrillen Ton, ist egal, aber dieses ich erzähle euch was, ich bringe euch was mit, das ist heilig einfach und das ist führend für mich. Töne sind höhere Worte. Ja, das ist ein schönes Abschlusswort und ich danke dir auch für deine mutmachenden Worte, also ich glaube, dass oder ich hoffe auch, dass dieses Interview vielen einfach Mut macht und wieder die Freude zu entdecken und einfach die Freude beizubehalten und einfach das ist das größte Geschenk und gerne.
danke ich dir, Marco, für deine Zeit und für deine offene und ehrliche, ja, deine Eindrücke, die du uns mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Gerne. Nicht zu danken. Vielen herzlichen Dank. Ciao, ciao. Und dann. Tschüss. Ciao.